Das ist als klare chinesische Erpressung zu werten. Hallo meine Lieben, heute möchte ich über das Thema China sprechen. Darüber habe ich erst kürzlich mit Ernst Wolf gesprochen und auch das möchte ich dir nicht vorenthalten, was er dazu gesagt hat. Aber kurz vorab, um uns mal kurz zu briefen, was hier los ist. Ich habe hier einen Artikel gefunden, denn Chinas Ministerpräsident Li Qiang hat sich mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gesprächen getroffen und man hat gemerkt, dass sich die Abhängigkeitsverhältnisse definitiv sehr stark zum Nachteil Deutschlands verlegt haben. Aber schaue selbst, Deutschland braucht China, doch das Verhältnis hat sich deutlich verschlechtert. Bundeskanzler Scholz hat nach eigenen Angaben erneut an die chinesische Regierung appelliert, ihren Einfluss auf Russland mit Blick auf dessen Angriffskrieg in der Ukraine geltend zu machen. Ja, ganz dezent, nicht ganz so wie Frau Baerbock, die dann sagt, hey, jetzt hier, nenn ihn beim Namen Aggressor oder sonst was. Nein, ganz dezent sagte Deutschland, nach dem deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen bei einem gemeinsamen Auftritt mit Chinas Ministerpräsident im Kanzleramt. China trage als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats eine ganz besondere Aufgabe. Also, man möchte ein bisschen bevormunden, trotz der diplomatischen Ausdrucksweise eines Herrn Scholz und sie dazu führen, ich möchte nochmal ermahnen, ja, hier, du solltest nicht mit Russland kooperieren. Die Bundesregierung bezeichnet China in ihrer Sicherheitsstrategie als Partner, Wettbewerber und systematischen Rivalen. Ja, der Begriff Rivale sei aber jetzt bei den Gesprächen nicht vorgekommen. Ja, natürlich Rivale, wir wissen die gesamte Konstellation USA, Deutschland, China. Bei den anschließenden Pressekonferenzen und deswegen berichtet ZDF von einer chinesischen Erpressung. Pass auf, seien keine Fragen von Journalisten zugelassen, was extrem ungewöhnlich ist. Kohl spricht von einer klaren chinesischen Erpressung. Entweder so oder es gibt keine Pressekonferenz. Tja, und hier sieht man mal die Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Deutschland und China. Und auch zur Überraschung, denn obwohl die Grünen ja immer wieder darauf plädieren, ja, China hier nicht zu nah ranzulassen, merkt man aber den Tendenzumbruch, beziehungsweise was man vorne rum sagt, aber hintenrum eigentlich macht. Wir haben uns ja schon verschiedenste Projekte, auch chinesische Projekte in Deutschland angeschaut. Und hier sehen wir einen Tweet von der Außenministerin Annalena Baerbock, wo sie sagt, dass wir die Welt nicht durch dieselben Augen sehen, sie spricht hier über China und Deutschland, hindert uns nicht daran, mit China ehrlich den Austausch zu suchen. Über unsere Gemeinsamkeiten wie Differenzen, von der Zusammenarbeit bei Wirtschaft und Klima bis zu Menschenrechten und Russlands Krieg in der Ukraine. Ja. Ein definitiver Schritt Richtung China. Und warum sage ich immer wieder, die Abhängigkeiten Chinas sind hierbei gestiegen? Man muss überlegen, dass China mehr und mehr, also einerseits als Vorbild fungiert und zweitens sich aber auch diese wirtschaftliche Macht plus natürlich auch militärische Machttendenzen sichern möchte. Und hierbei, was ist jetzt gerade die Agenda? Was ist die Zukunft? Natürlich, keiner kann es besser sagen als Klaus Schwab. Die Digitalisierung der Welt, die Transparenz, KI, Robotik, Elektroautos und so weiter. Was muss man sich hierbei sichern? Natürlich die Rohstoffe der Zukunft. Und dabei sprechen wir von Lithium. China will Deutschland mit dem Metall der Zukunft kontrollieren, heißt es hier beim Fokus. Experten warnen, dass China bis zum Jahr 2025 ein Drittel der weltweiten Lithiumversorgung unter ihrer Macht haben könnten. Denn sie sichern sich gerade die Vorkommnisse, ob jetzt in Afrika und anderen Regionen. Und das ist wirklich, wirklich heftig. Ein Drittel nur unter Chinas Machtkontrolle. China treibt weltweit einen Feldzug zur Sicherung von Lithium voran mit großen Risiken für Deutschland und Europa. Der Boom von Elektroautos und der rasant steigende Bedarf an Batterien hat ein globales Wettrennen um das für die Zukunft der E-Mobilität unverzichtbare Leichtmetall ausgelöst. Jetzt muss man sich sagen, China, die gerade sozusagen ein Wettrennen hier in diese Richtung machen, was macht Deutschland? Sie zerstören ihren Wohlstand. Genau sozusagen das Gegenteil. Sie sichern sich überhaupt nichts im Grunde von dem Stück Kuchen der Zukunft. Ja,
Und die Frage ist natürlich, wie geht das alles weiter? Und ich möchte dir hierbei nicht mein Gespräch mit Ernst Wolf vorenthalten, wo wir gerade über die Thematik sprechen, steigt die Abhängigkeit Deutschlands von Chinas, steigt die Macht Chinas. Und ich möchte dir hierbei seine Antwort präsentieren. Man muss da auch aufpassen, dass man sich so in nationalen Grenzen denkt, weil wir haben den digital-finanziellen Komplex und der arbeitet grenzüberschreitend. Und das Interessante ist ja, dass dieser digital-finanzielle Komplex mit der KP China offensichtlich ein Bündnis eingegangen ist. Also die arbeiten ja Hand in Hand, auch wenn man nach außen die Leute glauben lässt, also dass es zwischen Amerika und China auf politischer Ebene große Spannungen gibt, die gibt es tatsächlich auch. Aber die übergeordnete Kraft, das ist dieser digital-finanzielle Komplex. Und der sorgt dafür, dass die großen Konzerne immer reicher werden, dass einige wenige in der Welt also unglaublich an Macht auch eine Machtzunahme genießen im Moment. Und da spielt die KP Chinas den großen Digitalkonzern und den großen Finanzkonzernen direkt in die Hände. Also für mich ist es so, wir haben den digital-finanziellen Komplex, der sitzt eigentlich im Silicon Valley, an der Wall Street und inzwischen mit einem dritten Fuß in Beijing. Also kann man aber trotzdem sagen, dass das Vorbild in Richtung China geht, anstatt dass man sich beispielsweise nach Deutschland richtet. Na, das große Vorbild ist sowieso China, weil China ist der absolute Überwachungsstaat. Und das ist das, was uns allen droht, weil uns allen droht die Einführung von digitalem Zentralbankgeld. Und China ist da am weitesten fortgeschritten. Und man kann dieses Geld auf Dauer, also über eine längere Zeit, nur aufrechterhalten, wenn man die Leute digital voll und ganz beherrscht. Also über IDs, über 15-Minuten-Städte, über Gesichtserkennung und so weiter. Da ist China natürlich ganz vorne. Und das ist natürlich der Traum all dieser Konzerne, das bei uns auch einzuführen. Es ist unverkennbar, in den letzten Jahren einfach definitiv zu sehen, wo der Trend hingeht. China als Vorbild. Und ganz ehrlich, wir möchten nicht China als Vorbild, weil wir ja genau sehen, wie sie mit ihrem eigenen Volk umgehen. Und ich habe auch mit Chinesen gesprochen, die stolz sind, stolz in China leben zu dürfen, stolz ein Teil des Gesamtkonstrukts sein zu dürfen, trotz der ganzen Umstände und vielleicht möglicherweise, weil sie eben gar nicht wissen, wie es anders ist. Wir wissen es aber. Wir kennen ein Leben mit wenigen Kontrollen, mit weniger Überwachung als das, was in der Zukunft geplant ist. Aber all diese Pläne für die Zukunft, ich meine, selbst die Regierung spricht von 15-Minuten-Städten, all das Modelle zur Überwachung für mehr Kameras, mehr Verkehrsfilter, dass das alles reguliert wird, wer sich wo befindet, dann irgendwelche Zertifikate, die du vorzeigen musst und so weiter. All das erinnert einfach nur an das Modell Chinas. Und natürlich möchten wir unsere Freiheit oder die verbliebene Freiheit, die mögliche Freiheit, die Freiheit, die wir kennen, auch schützen und behalten. Deswegen spreche ich auch immer, lass sie dir nicht wegnehmen. Denn jetzt gerade sehen wir ja, dass diese ja, schwachen Zeiten von einer schwachen Gesellschaft ausgelöst wurden, weshalb wir dann wiederum stark sein müssen. Wir müssen wiederum einen anderen Weg gehen, um wieder bessere Zeiten schaffen zu können. Und das ist definitiv ein Widerspruch für all diese Kontrollen, Überwachungsmechanismen und so weiter. Und du siehst, wie die Abhängigkeit steigt, wie der Blick Richtung China steigt, wie mehr und mehr Überwachung und Kontrolle und selbst das Weltwirtschaftsforum, wo auch sehr, sehr viele von den zukünftigen Führungskräften aus China ausgebildet werden, für die gesamte Welt aber. Also du siehst die Tendenzen und du siehst auch die Tendenzen von den Plänen für die Zukunft. Ja, ein Weltwirtschaftsforum, das immer wieder sagt, es geht in Richtung Transparenz und so weiter. Und all das wird umgesetzt und all das wird auch in Ländern umgesetzt, die nicht jetzt gerade sich so verhalten wie China. Also das heißt, man muss grundsätzlich diese Strukturen definitiv im Auge behalten und deswegen ein sehr, sehr wichtiges Thema, das wir nicht übersehen dürfen. Schreibe mir gerne in die Kommentare, wie du das siehst, und wir sehen uns natürlich beim nächsten Video. Bye!